An diesem Gedenktag, dem 9. November. Aber die Geschichte weder dieser Familie noch die Geschichte des Holocaust reiht sich auf einen 9. November zusammen. Und schon gar nicht bei den beiden Russos, Clara und Benno. Ich denke, Clara hätte sich wunderbar an dieser Musik erfreut eben, und wir erfahren gleich, was es war, denn ich weiß es auch nicht. Es war von Ernst Bloch aus dem jüdischen Leben, vom Jewish Life, das
Prayer, das Gebet. Herzlichen Dank, Rebecca und Barbara Töppel. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen unseres Vorsitzenden des Vereins hier an dieser Villa, der den wunderbaren, schönen Namen hat, Clara und Benno Russo Haus, internationale musische Begegnungsstätte, wieder das Vergessen. Ist sehr lang, etwas scheint umständlich zu sein, aber es trifft das, was der Verein gerne in diesem Hause machen könnte, der nicht dem Verein gehört, sondern Barbara Töppel. Aber wir möchten gerne, auch im Sinne von Benno und Clara Russo, in diesem Haus ein Stückchen wieder Leben gewinnen, indem wir sowohl international sind, Freunde aus Großbritannien, aus Israel einladen zur Veranstaltung und umgekehrt auch Sie einladen, die aus der bunten Gesellschaft von Wernigerode. Ist ja nicht nur eine bunte Stadt. Seien Sie also herzlich willkommen. Ich darf Sie grüßen von unserem Vorsitzenden, Professor Dr. Michael Buckmüller, der heute Abend verhindert ist, weil er eine andere Veranstaltung hat, eben im gleichen Sinne in Hannover. Freue mich aber, dass Sie hier sind und darf Sie von ihm herzlich grüßen. Bevor es mit der Lesung losgeht, habe ich noch eine Besonderheit und einen schönen Anlass. Genau vor 4 Wochen hat eine Mitbürgerin unserer Stadt, nämlich Dr. Christina Schlage, den Bürgerpreis erhalten und während der Verleihung eine Ankündigung gemacht, die nicht nur mich, sondern viele andere auch sehr überrascht hat. Sie hat nämlich angekündigt in der Silvesterkirche bei der Preisverleihung und alle haben erstmal geschluckt, aber das kannst du selber sagen. Also ich hatte mir gedacht, dieses Preisgeld, das sind immerhin auch 1000 Euro, die wollte ich gerne Barbara Töppel und der Villa Russo zur Verfügung stellen und spenden für die schöne Arbeit, die hier passiert. Und man sieht, dass auch noch viel Arbeit getan werden muss und dass das vielleicht ein kleiner Tropfen auf diesen glühenden Stein von Dingen, die getan werden müssen, vielleicht dabei hilft. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist doch schön. Ne? An die Eigentümerin und an die Unterstützer. Genau. Also ich führe nur die Kasse. Aber das ist auch ganz schön mit solch einem Betrag. Du hast auch immer ein kleines bisschen Auge drauf, wohin das geht und was du unterstützt, dass hier funktioniert oder auch stattfinden kann. Verrätst du das auch? Was hier macht, stattfindet. Ja, was wir damit anfangen hier. Also der Verein kann hier nicht bauen. Das können wir nicht, weil es nicht unser Eigentum ist. Aber wir haben Veranstaltungen. Und Christina Schlage hat ein besonderes Faible für ganz bestimmte Veranstaltungen hier. Ja, ich habe was für Gesangskurse, für Gesangs- und präsentationsszenische Kurse. Jetzt am letzten Wochenende fand wieder einer statt. Und das ist mir ein Anliegen, junge Künstler, junge Sänger dabei zu unterstützen, sich zu finden und auch in der Atmosphäre dieses Hauses einfach zu lernen. Dass wir jetzt nochmal Musik hören und dann soll es dann auch gleich mit der Lesung vorgehen. Das nächste Stück ist ein Madrigal von Achille Simonetti. Thank you.
Ein ganzes Leben habe ich auf eine bessere Welt hingearbeitet. Es braucht einfach viel Zeit. Wir haben das bestehende System jahrhundertelang glorifiziert. David ist Goliath losgeworden, indem er ihm einen Stein an den Kopf geschlagen hat. So war ursprünglich der Umgang mit dem Widersacher. Man bringt ihn um. Das gilt als ruhmreich. Dafür gibt es Paraden, Dankesworte, flatternde Fahnen. Was Jahrhunderte verherrlicht wurde, lässt sich nicht im Handumdrehen umkehren. Natürlich wird es von heute auf morgen keine Kriege, keine marschierenden Soldaten oder keine flatternden Fahnen mehr geben. Keineswegs. Bevor sich das ändert, muss man Herz und Verstand der öffentlichen Meinungsmacher erreichen. Verändert hat man nicht diese Einstellung und das Bedürfnis, sich menschlich zu verhandeln. Wird man aber das System niemals verändern, nur durch Herz und Verstand. Das alles wird weder leicht noch schnell vonstatten gehen. Es ist nie leicht und schnell gewesen, aber ich sehe den Fortschritt, ich sehe ihn und er ermutigt mich. Niemals aufgeben, das ist mein Motto. Diese Worte hat einer gesagt, der gerade mal 101 Jahre alt war, im vorigen Jahr, in einem Interview mit einem Club der Vereinten Nationen. Sein Name? Benjamin Ferenc. Benjamin Ferenc, manche sagen auch Ferenc, es ist auch egal. Seine Biografie ist mir kürzlich erst in die Hände gefallen. Ich dachte, aber das musst du verbreiten. Er ist inzwischen 102 Jahre alt, lebt in Florida und freut sich eines gesunden Lebens. Erstaunlich. Wie kann man eigentlich so alt werden? Gut? Du bist auf dem besten Weg. Bist noch so gesund. Also wie dem auch sei, diese Biografie ist echt lesenswert. Und ich empfehle sie einfach, auf diesem Cover steht drauf, Spiegel-Bestseller. Was mich 100 Jahre Leben gelehrt haben. Frau Gronisch kann das auch bald erzählen. Um das mal schnell einzufügen. Aus seinem Leben möchte ich Ihnen erzählen. Vielleicht für die interessierten Gäste hier. Sag immer deine Wahrheit ist der Titel seiner Autobiografie. Er hat sie nicht selber geschrieben, sondern hat sie schreiben lassen aus Interviews heraus. Ist erzählt im Ich-Stil und erschien bei Heine im Jahr 2020. Also relativ junges Buch und ist sehr schnell auf die Bestsellerliste geraten. So viel ein Vorwort. Ich habe jetzt hier viel Zettel drin und ich hoffe, dass ich die alle abarbeiten kann. In drei Abschnitten möchte ich lesen, aus der Zeit seiner Jugendzeit, bis er nach Deutschland gekommen ist, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann aus der Kriegszeit und aus der Zeit, als er mit einer der Chefankläger in den Nürnberger Prozessen war und dann auch aus dem Ende seines Lebens, die einzig und allein einem Ziel galt, nämlich einen internationalen Strafgerichtshof einzurichten im Auftrag der UNO. Den gibt es heute. Er hat eigentlich sein Lebensziel erreicht. Aber wie das alles zustande gekommen ist, das soll er uns selber erzählen. Nehme ich doch ein bisschen näher, da geht das besser. Ich kam in einem Haus, in einem Land zur Welt, das es nicht mehr gibt. Transsilvanien. Meine Schwester war ein Jahr früher im gleichen Bett geboren. Sie war Ungarin. In meinem Pass stand, ich sei Rumäne. Nach dem Ersten Weltkrieg gingen Teile von Transsilvanien an Rumänien über, das Land, das als Heimat von Graf Dracula bekannt ist. Es spielt keine Rolle, dass sich der Name des Landes verändert hat. Doch es spielt eine Rolle, wie es seine Einwohner behandelte. Da Ungarn und Rumänien gleichermaßen antisemitisch eingestellt waren,
hielten es meine Eltern für ratsam, ihr Dorf und das Land, die Linder, zu verlassen. So begann mein Lebensweg. In absoluter Armut, in der Kate, in der ich zur Welt kam, gab es kein fließendes Wasser, keine Toilette und keinen Strom. Sie bestand nur aus einem Stockwerk und einem Dachboden. Um Wasser zu holen, mussten wir mehrere Häuserblocks weit bis zu einem Brunnen in die Dorfmitte laufen. Sobald es ging, bestiegen wir ein kleines Schiff nach Amerika. Mitten im Winter 1920 schliefen wir auf dem offenen Deck. Wir reisten mit der dritten Klasse, weil es keine vierte Klasse gab. Mein Vater, rastlos vom Schlafmangel gezeichnet, hätte mich fast über Bord geworfen, weil ich ständig vor Hunger schrie. Es ist nur dem Eingreifen eines mitreisenden Onkels zu verdanken, dass ich gerettet wurde. Als wir in dem Hafen New York ankamen, kamen wir an der Freiheitsstatue vorbei, woran ich mich nicht mehr erinnere, da ich ja erst 9 Monate alt war. Die Einwanderungsbeamten auf Ellis Island fragten meine Eltern nach meinem Namen. Da meine Eltern kein Englisch sprachen und der Beamte weder Ungarisch noch Rumänisch noch Jiddisch verstand, stimmte bis auf den Familienstatus nichts von dem, was er über mich aufschrieb. Meine Eltern nannten ihm gemein meinen jiddischen Namen Berl. Er fragte Bella und entschied nach einem Blick auf das Babykörbchen, dass ich 4 Monate alt sei. Und nur durch Zufall und erst nach meinem 84. Geburtstag erfuhr ich, dass ich damals unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in die Vereinigten Staaten eingewandert war, als 4 Monate altes Mädchen. Mein Vater, der Schuhmacher war und nur ein Auge hatte, suchte vergeblich nach Arbeit. Trotz seiner eingeschränkten Sehfähigkeit war er stolz darauf, ein paar Stiefel aus einer einzigen Kuhhaut fertigen zu können. Er hatte seine schwere Ausrüstung, Dreifuß, Hämmer und andere Werkzeuge, quer über den Atlantik geschleppt. Irgendjemand hätte ihn vorwarnen sollen, dass es in New York keine Kühe gab. Geschweige denn Kunden, die sich für handgemachte Stiefel von einem transsilvanischen Schuster interessiert hätten. Da er kein Wort Englisch sprach, kaum lesen konnte und weder Geld noch Dach über dem Kopf hatte, war er froh, als ihm ein jüdischer Hausbesitzer eine Stelle als Hausmeister in einem Wohnhaus in der 56. Straße anbot, in dem Teil der Stadt, der als Hell's Kitchen bekannt ist. Wir durften einen Kellerraum in diesem Haus beziehen, das war mein erstes Zuhause im gelobten Land und dort schlüpfte mein Geist aus seinem Kokon. Ich erinnere mich noch daran, dass unser Wohnbereich vom Rest des Kellers abgetrennt war. Der mit Holz betriebene Herd stand neben dem ausladenden Waschbottich, den wir auch zum Baden nutzten. Als wir irgendwann eine richtige Badewanne aus verzinktem Metall bekamen, die wir draußen in den Gang stellten und eimerweise mit heißem Wasser füllten, feierten wir ein Fest. Das Zimmer, in dem ich schlief, hatte keine Fenster und die Wände waren immer feucht, weil es sich um einen Kellerraum handelte. In anderen Teilen des Kellers hielten sich häufig Alkoholisierte und Vagabunden auf, die dort Schutz vor der Kälte suchten und auf Betten aus alten Zeitungen schliefen. Die Bezeichnung Hell's Kitchen, Höllenküche, kam nicht von ungefähr. Es war tatsächlich die Hölle. In diesem Teil des Westens von Manhattan reihten sich alte Mietshäuser ohne Fahrstuhl aneinander. Es ist das New York, das man aus alten Filmen kennt, wo die Rauchwolken hinter dem Brownstone-Bauten aufsteigen und es in den Straßen von Arbeitern und Gangstern wimmelt, die rauchend an der Ecke stehen. Hier herrschte die höchste Kriminalitätsrate im ganzen Land. Es war ein hartes Pflaster, wo ich eine wichtige Lektion lernte. Leben und leben lassen. Das sind die ersten Eindrücke aus seinem Leben. Er hat sie sicherlich von seinen Eltern erzählen lassen. Er war ja noch ein kleines Baby. Da es in unserer Nachbarschaft so viele Streitigkeiten gab, hörten Kriminalität zum Alltag. Meine Erfahrungen in diesem Bereich beschränkten sich darauf, im Gemüseladen Kartoffeln zum Grillen zu klauen und Schmiere zu stehen, wenn meine Kumpels irgendwelchen zweifelhaften Tätigkeiten nachgingen. Wenn man damals eine Gruppe Kinder auf dem Boden knien sah, waren sie mit Sicherheit nicht im Gebet vertieft.
sondern im Würfelspiel. Dabei warfen sie das Geld in einen Topf und ich beschützte sie vor Rivalen und der Polizei. Ich stand an der Ecke und rief Tschicki Tschicki, ein umgangssprachlicher Ausdruck, der vorwarnte, dass ein Polizist im Anmarsch war. Irische Cops fluchten dann, verjagten die Kinder und drehten sich dann wieder um und steckten das Geld selbst ein. Ich fand, was gut genug war für die Polizei, war auch gut für mich, also steckte ich die Pennies stillschweigend ein, bevor die Beamten zurückkehrten. Ein paar Münzen ließ ich immer für sie liegen. Nennen wir es das Gerechtigkeitsempfinden eines Fünfjährigen. Nun gut, weil er selber auch zu Hause kein Englisch sprach, war er ausgesprochen behindert, in die Schule zu kommen. Sein Vater hat ihn zweimal angemeldet zur Schule, aber er wurde immer wieder nach Hause geschickt. Aus dem ganz einfachen Grund, er kann ja kein Englisch, was soll denn das Ganze? Es dauerte tatsächlich, dass seine Eltern erst nach 2 Jahren es geschafft haben, ihn in die Schule anzumelden. Aber dann war er so fleißig im Lernen, erstaunlicherweise, dass er erst die eine Klasse übersprang, dann die zweite Klasse und dann doch in der Klasse war, in der er ursprünglich eigentlich gewesen sein wollte. Als ich in die achten Klasse kam, bot man mir eine Rolle im Theaterstück zur Abschlussfeier an. In dem Stück ging es um einen mächtigen, aber mürrischen König, der ständig über sein Leid klagte. Die Ärzte kommen zu dem Schluss, das einzige Gegenmittel bestehe darin, das Hemd eines glücklichen Menschen zu tragen, also durchkämmten die Wachen des Königs das ganze Reich, finden aber niemanden, der keine traurige Geschichte zu erzählen hat. Als sie über eine Wiese laufen, hörten sie zufällig den heiteren Klang einer Flöte, gespielt von einem jungen Hirten, mir. Auf der Frage, ob er glücklich sei, antwortete der Junge verwirrt, ihm bereite jeder Tag Freude. Schnell ruften die Wachen, du musst uns dein Hemd geben, damit wir das Leben unseres Herrschers retten können. Darauf sagt dann der Junge, aber ich besitze doch gar kein Hemd. Als die besorgten Wachen, die den Zorn des Königs fürchteten, berichteten, dass der einzige glückliche Mensch, den sie im Königreich finden konnten, gar kein Hemd besitzt, brüllte der Monarch vor Lachen. Ich habe mich seitdem immer bemüht, die Rolle des fröhlichen Hirten gerecht zu werden. Glück ist nicht unbedingt von materiellem Besitz abhängig. Das sieht man an meinem Beispiel. Ich habe in meinem Leben wahre Albträume miterlebt, aber das hat mich nie davon abgehalten, optimistisch und dankbar zu sein. Langfristig glücklich wird man durch Erfüllung. Und die kann für jeden Menschen anders aussehen. Manche brauchen ein großes Vorhaben im Leben, etwa die Welt zu retten. Anderen hilft das Versprechen, netter zu werden zu Menschen in ihrer Umgebung. Für wieder andere ist es das Beste, sich kleine Ziele zu setzen, etwa einen Spaziergang, das Erledigen der Hausaufgaben oder das Abholen der Kleidung aus der Reinigung. Dinge, die sich jeden Tag ereignen. Als Ferenc, also Benjamin, wegen mehrerer Schulvergehen, er erscheint nicht zum Sportunterricht, beteiligt sich an Glücksspielen, erhält er keine Abschlussurkunde von der Schule und vermasselt sich damit die Zulassung zur Uni. Nur einer seiner Lehrer erreicht, dass er auch ohne Abschlusszeugnis studieren kann. Aus dieser Zeit eine kleine Anekdote, die einfach so herzbewegend ist, dass ich die unbedingt vorlesen muss. Ich musste lernen. Das war vorher nie der Fall gewesen. Prompt fiel ich in Französisch durch, als ich mich in eine wunderschöne Französin namens Danielle Dayeux verliebte. Sie war eine Schauspielerin im Stile Ingrid Bergmanns, deren Filme, in denen sie von Charles Boyer umworben wurde, im nahegelegenen Panorama-Kino liefen.
Ich schaute mir mit dem einen Auge auf sie und las mit dem anderen den englischen Untertitel. Das war eine tolle Lernmethode. Später wurde ich ein geschätzter Dolmetscher. Und nach dem Krieg übertrug ich auf einer Rundreise durch die USA sogar die Worte von René Cassin. All das, weil ich mich in ein französisches Mädchen verliebt hatte. Aber sie war wirklich schön. Gut. Auch eine Lernmethode. Ich weiß das von meinen Enkeln, die permanent englische Filme sehen und mit Untertiteln und dadurch Englisch gelernt haben. Eigentlich perfekt Englisch gelernt haben. Na gut. Vor kurzem erhielt ich ein interessantes Dokument. Es war eine Abschlussurkunde meiner alten Schule, mehr als 80 Jahre nach meinem Abgang. Die Urkunde wurde von einem Brief des Direktors begleitet. Darin hieß es: Lieber Mr. Ferenc, wir haben heute den 15. Oktober 2019. Nachdem wir uns im Auftrag Ihres Sohnes Ronald Ihren Highschool-Unterlagen angesehen haben, kommt mir die große Ehre zu, Ihnen die Abschlussurkunde von der Highschool zu verleihen. Sie belegt, dass Sie die Highschool erfolgreich abgeschlossen und alle erforderlichen Bedingungen erfüllt haben. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Leistung und wünsche Ihnen für alle Zukunft alles Gute. Ich schickte ihm einen Brief zurück, in dem ich schrieb: Es hat mir viel Vergnügen bereitet und mich zum Lachen gebracht, die Abschlussurkunde von Ihnen zu erhalten. Auf dieses Dokument habe ich 82 Jahre lang gewartet, geduldig. Es wird mir eine große Freude sein, die Urkunde mir an die Wand zu hängen, gleich unter meiner Abschlussurkunde von der Harvard-Universität im Jahre 1943. Zur Erklärung sei gesagt, ich bin ein langsamer Lerner gewesen. Drei Lehren für das Leben. Geduld ist eine Tugend. Gut Ding will Weile haben. Und man sollte trotz Frust und Ärger lachen, wenn man kann. Er kommt dann zur Universität, lernt dort verschiedene Lehrer kennen, über die er dann auch schreibt. Es ist auch dies spannend und interessant. Ich lasse das mal jetzt ein klein wenig aus. Sobald mein Jurastudium abgeschlossen hatte, meldete ich mich bei der Einberufungsbehörde in der Bronx. Dort sagte man mir, der für mich zuständige Beamte, dass er Jura in Yale studiert habe, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Er sei Pilot geworden und habe im Krieg ein Bein verloren. Das Studium habe er nie wieder aufgenommen und es seither auch immer bereut. Als er den Brief des Dekans aus Harvard gesehen habe, in dem dieser um meine Rückstellung bat, habe er beschlossen, dass mir nicht das Gleiche widerfahren dürfe wie ihm. Es war also einem Zufall zu verdanken, dass mich dieser Mann, den ich noch nie zuvor getroffen hatte, mein Studium hatte beenden lassen. Auch das gibt's. Benjamin Ferenc lebt in der Zeit, als der Zweite Weltkrieg dann ausgebrochen war und die Alliierten, sprich die Amerikaner, noch nicht eingetreten waren in den Krieg. Das hat sich dann ein klein wenig geändert. Er bemühte sich darum, nach Europa zu kommen und mit beteiligt zu sein an den Angriffen der Amerikaner und war dann auch dabei bei der Landung in der Normandie. Während des Krieges, so erzählt er dann mehrere Geschichten, ist er dann über den Rhein gekommen, die berühmte Brücke von Remagen hat er noch überquert.
ist aber dann in das amerikanische Hauptquartier nach München versetzt worden, um dort als Jurist zu arbeiten, mit dem heiklen Auftrag, durchstöber mal alles das, was wir in Deutschland erleben, an Verbrechen. Im Hauptquartier gab es Berichte darüber, dass die Panzerbataillone auf den Straßen auf Menschen geschossen hätten. Sie wirkten, als kämen sie aus einer Art Arbeitslager. Sie sehen allesamt aus, als stünden sie kurz vor dem Verhungern und seien in Lumpen und so etwas wie Pyjamas gekleidet. Es handelt sich natürlich um die Insassen von Konzentrationslagern. Ich besuchte etwa 10 Lager, darunter Buchenwald, Mauthausen, Flossenbürg und Ebensee. Alle Lager waren gleichmäßig von Tod und Unmenschlichkeit geprägt. Ich erinnere mich sehr, sehr lebhaft an das, was ich dort sah. Es waren 10 unbeschreiblichen Grauens. Es war, als hätte ich einen Blick in die Hölle geworfen. Also ersann ich ein System. Ich tat so, als wäre das alles gar nicht real. Normalerweise bin ich ein ziemlich rationaler Mensch. Aber jetzt sagte ich mir, das ist nicht wahr. Das ist doch einfach nicht wahr. Ich gab vor, als wäre ich ein Teil irgendeines gearteten Schauspiels. Was blieb mir anders übrig? Ich zwang mich, meine Arbeit zu machen. Ich folgte den Truppen in jedes Lager, das sie einnahmen oder in dem sie schon 1 oder 2 Tage verbracht hatten. Vor Ort ging ich direkt zum US-Kommandanten und sagte, ich bin im Auftrag von General Patton hier. Es war der oberste Dienstherr General bei den amerikanischen Besatzungszonen in Süddeutschland mit Sitz in München. General Patton. Wir handeln auf Weisung der Regierung der Vereinigten Staaten, positionieren Sie sofort 10 Männer rund um das Büro, in dem die Akten aufbewahrt werden. Niemand kommt dort ohne meine Erlaubnis rein oder raus. Ich trat auf, als sei ich General Patton persönlich. Auf diese Weise nahm ich die Schreibstube in Besitz, das Büro des Lagers. Was die Dokumentation anlangte, war auf der deutschen Seite Verlass. Sie hatten genauestens Buch geführt. Ich konnte ablesen, was im KZ vor sich gegangen war. Die Listen der Insassen, ihre Registrierungsnummer, mit welchem Transport sie gekommen waren und wann die ersten Transporte aus Ungarn, Rumänien oder Deutschland eingetroffen waren. Natürlich waren die meisten der Aufgelisteten bereits tot. Mit diesen Informationen kehrte ich zu meiner Schreibmaschine zurück und verfasste einen Bericht darüber, was ich gesehen hatte und wer dafür verantwortlich war, wer das Lager geleitet hatte, wie viele Menschen getötet worden waren, die Namen der Wachen. Auf dieser Grundlage stellten wir Haftbefehle aus, um Personen festzustellen. So sah unsere Arbeit aus. Wir sicherten Beweise und fuhren direkt zum nächsten Lager. Immer weitermachen. Das war die Einstellung, die mich davor bewahrte, völlig den Verstand zu verlieren. Ich erinnere mich noch genau, wie ich einen Insassen traf, der in der Schreibstube Buchenwald gearbeitet hatte. Vermutlich ein Franzose. Ich habe auf Sie gewartet, sagte er. Kommen Sie mit. Er nahm eine Schaufel und ging zum Rand des Lagers, das von einem Stacheldrahtzaun umgeben war. Dort gruben wir eine Kiste aus. Wir kehrten ins Büro zurück und entfernten den Schmutz. Dann holte der Mann eine Reihe kleiner Hefte aus der Kiste, die wie Pässe aussahen. Diese Hefte hatten die SS-Leute bei sich getragen und immer, wenn sie einen feuchtfröhlichen Abend im Casino des Lagers verbringen wollten, mussten sie das Heft vorzeigen und es abstempeln lassen. War ein Heft nach 50 Stempeln voll, wurde der Insasse, der im Büro des Lagers arbeitete, damit beauftragt, es zu entsorgen. Doch statt sie zu vernichten, versteckte er sie. Er glaubte fest daran, dass irgendwann der Tag der Abrechnung kommen würde. Hätte man ihn erwischt, wäre er sofort umgebracht worden. Es kommt nicht oft vor, dass man in eine Situation gerät, in der man unter Lebensgefahr handelt. Daher lautete die Lehre hier nicht, so mutig zu sein wie dieser Mann. Sie lautet, dass Menschen,
zu furchtbaren Dingen fähig sind, aber auch zu heroischen Taten, großen oder kleinen. Die Welt ist voll von guten Menschen, die Gutes tun. Manchmal reicht schon der Gedanke, das Festhalten daran, um uns anzutreiben, uns zu beflügeln und uns das, was wir erleben, erträglicher zu machen. Das, was der Mann uns damals überreichte, war eine reine Goldgrube. Die Kerle, die Täter und Handlanger würden mir später alle erzählen, dass sie nicht dort gewesen seien. Aber ich verfügte über die Daten, wann sie im Casino gewesen waren. Ich hatte ihre Dienstnummern, ich wusste, wer sie waren. Ich stellte sofort Haftbefehle aus und schickte sie auch an alle Kriegsgefangenenlager. Das ganze Ergebnis ist ein Beweis für den Mut von Menschen, die den Tod ins Auge blicken und trotzdem handeln, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Auf dem Wege von Lager zu Lager traf ich auf einige Einheiten der Roten Armee, die mich zu einer Siegesfeier mitnahmen. Einer der Sowjetunsoldaten fragte mich, was ich beim amerikanischen Militär mache. Und ich sagte ihm, dass ich Ermittler in Sachen Kriegsverbrechen sei und Beweise für die Taten der SS zusammentrage. Wisst ihr denn nicht, was sie getan haben? Fragte er. Ich antwortete, doch, natürlich. Na, warum fragt ihr dann? Erkundigte er sich verwundert. Erschießt sie doch einfach. Rache ist schrecklich. Aber sie ist eine Folge von Mord. In Frankreich schnappten sich die Leute nach der Befreiung einige der jungen Frauen, die etwas mit deutschen Soldaten angefangen hatten, schleiften sie auf den Marktplatz und rasierten ihnen die Haare ab, während die Umstehenden sie anspuckten und ohrfeigten. Als ich das mitbekam, schoss ich in die Luft und sagte, verzieht euch, sie sind verhaftet. Dann setzte ich das Mädchen in den Jeep, fuhr mit ihm davon und sagte, und jetzt raus hier. Geh nach Hause. In meinem Eröffnungsplädoyer in Nürnberg, dazu kommen wir dann gleich, sagte ich, unser Ziel ist nicht Rache. Ich weiß, was Rache anrichten kann. Ich habe es erlebt und ich glaube mir, es ist furchtbar. Mein Ziel bestand darin, ein Rechtssystem zu schaffen, das alle beschützt. Rachegelüste sind menschlich, aber wir müssen uns gegen sie wehren. Werde nicht zu dem, was du verabscheust. Wenn du das tust, wirst du zum Feind anderer Menschen und der Kreislauf hört niemals auf. Die alte Maxime des Darüberstehens hat ihre Berechtigung, klar. Das sagt jeder. Aber das liegt daran, dass es eben auch stimmt. Es bedeutet nicht, dass jemand nicht für seine Taten verantwortlich gemacht werden sollte. Es bedeutet nur, dass wir dafür eben die Justiz haben. Natürlich war mir währenddessen überaus bewusst, dass ich selbst Jude war. Doch es hat mein Verhalten nie beeinflusst, dass ich in einem jüdischen Haushalt aufgewachsen bin. Und ich habe auch nie danach unterschieden, welcher Religion die Opfer gehörten. Mein einziges Zugeständnis an dieser Tatsache kam später in Nürnberg, als ich nicht wollte, dass meine jüdische Identität den Prozess als Rachefeldzug dastehen ließ. Daher überließ ich das Kreuzverhör des Hauptangeklagten, der 90.000 Juden ermorden ließ, einem Freund von mir. In den Konzentrationslager mussten die Juden einen Davidstern tragen. Und die Kommunisten ein rotes Abzeichen. Doch als ich dort eintraf, waren die Häftlingsuniformen nur noch Lumpen und nicht mehr auseinanderzuhalten. Es waren alles Menschen. Ich wandere durch Theresienstadt, das Herz so schwer. Knapp an der Bastei.
Benjamin Ferens kehrte 1946 in die USA zurück und wollte gern Anwalt in einer Kanzlei werden, fand aber keine Anstellung. Eines Tages erhielt er eine Vorladung vom Pentagon. Geöffnet wurde ihm von Telford Taylor, dem Chefankläger bei den Verfahren der Militärprozesse in Nürnberg. Er erklärte ihm, dass es nach Abschluss der Hauptverfahren in Nürnberg weitere Nachfolgeprozesse geben soll. Doch die Siegermächte konnten sich 1946 nicht auf solche Prozesse einigen, nämlich vor einem Militärgerichtshof, sondern übertrugen die Nachfolgeprozesse auf die Militärgerichte der vier Besatzungszonen. Das muss man also wissen. Und es fanden solche Nachfolgeprozesse gegen Wirtschaft, Kultur, Staatsverbrechen
und Ähnliches nur in der amerikanischen Zone statt. Also weder in der britischen, noch in der russischen, noch in der französischen. Insgesamt gab es 12 Nachfolgeprozesse. Ich war nicht gerade begeistert angesichts der Aussicht, mich wieder einem militärischen Kommando zu unterstellen, und das Verfahren ließ einiges zu wünschen übrig. Zum verschiedenen Aspekten des Lebens in Deutschland sollten aufgedeckt werden, um zu zeigen, wie es möglich war, dass ein derart zivilisiertes Land so furchtbare Verbrechen begehen konnte. Die Prozesse sollten stattfinden, sobald das Verfahren des Internationalen Militärgerichtshofs abgeschlossen war. Taylor sagte, er habe sich meine Akte angeschaut und festgestellt, dass ich gelegentlich zum Ungehorsam neige. Ich sagte, bitte entschuldigen Sie, Sir, aber das ist nicht korrekt. Ich bin nicht gelegentlich ungehorsam, sondern für gewöhnlich ungehorsam. Ich befolge keine Befehle, die illegal oder dumm sind. Dann erklärte ich ihm, dass ich zum Glück auch einen Blick in seine Akte geworfen habe und wisse, dass er mir solch einen Befehl nicht geben werde. Also, sie einigten sich darauf, er wird eingesetzt an den Nachfolgeprozessen. 12 sollten es werden, einen davon hat Benjamin Ferens nachher geleitet. Die Nürnberger Nachfolgeprozesse sollten die gesamte Bandbreite der deutschen Gesellschaft abdecken. Taylor meinte, wir hätten eine Reihe von Verdächtigen, die bereits in Haft säßen, bei denen uns aber die Beweise fehlten, um sie zu verurteilen. Also erhielt ich die Aufgabe, die Beweise für die 12 Nachfolgeverfahren aufzutreiben, die sich mit den einzelnen Bereichen der deutschen Regierung und der Gesellschaft befassten. Da waren die Ärzte, die medizinische Experimente an Insassen der Konzentrationslager durchgeführt hatten, die Anwälte, die das Gesetz pervertiert hatten, indem sie Menschen aus politischen Gründen einsperrten. Wir hatten die Industriellen, welche die nötigen Mittel für die Lager gestellt hatten, um sich so mit Arbeitssklaven zu versorgen. Die Diplomaten, die den Weg für Hitlers Angriffskriege bereitet hatten. Das Militär und schließlich die SS-Truppen selbst, die für das Töten zuständig gewesen waren. So lautete unser Programm und ich sollte die nötigen Beweise beschaffen, um die Schuld dieser Menschen zweifelsfrei zu belegen. Ich richtete eine Zentrale in Berlin ein und stellte ein Team von etwa 50 Personen zusammen, die sich mit den verschiedenen Bereichen befassen sollten. Es muss im Frühjahr 1947 gewesen sein, als einer unserer gewissenhaften Ermittler, Franz Frederick Burnen, aufgeregt in mein Büro gelaufen kam und verkündete, er habe etwas gefunden. Er überreichte mir eine Sammlung von Berichten, die als streng geheim bezeichnet und zu einem Buch zusammengebunden waren, das so dick war wie das Telefonbuch von New York. Diese Berichte waren aus der Gestapo-Zentrale in Berlin an vielleicht 100 Top-Leute der Nazis verschickt worden. Auf der Empfängerliste standen viele Generäle sowie eine Reihe hochrangiger Anführer des Dritten Reiches. Diese Tagesberichte, die Ereignismeldungen UdSSR, stammten von Einheiten namens Einsatzgruppen, Mordkommandos der SS, wie sich herausstellte, die ganz bewusst einen neutralen Namen erhalten hatten, um ihre eigentliche Aufgabe zu vertuschen. Die war äußerst simpel. Die Einsatztruppen waren von Himmler und anderen zusammengestellt worden, um alle Juden in der Sowjetunion und den angrenzenden europäischen Ländern zu töten. Der Plan war gewesen, dass die Einsatztruppen den deutschen Truppen quer durch Europa folgen, wo diese den Erwartungen nach recht schnell vorangekommen waren, und Juden, Roma und alle, die als Feinde des Reiches betrachtet wurden, zu töten. Die Mitglieder der Einsatztruppen veranlassten ganze Dorfgemeinschaften, sich vor Massengräbern aufzustellen und schossen sie dann nieder. Die Menschen wurden wie Ungeziefer behandelt, dass es zu vernichten galt. Das Verhalten der Einsatzgruppen war methodisch und absolut barbarisch. Das war ihr Auftrag. Und ich hielt den Bericht darüber in der Hand. Ich erklärte Taylor, dass wir über eindeutige Beweise für einen groß angelegten Genozid verfügten, die an alle Nazis von Rang und Namen verschickt worden waren, obwohl diese jetzt behaupteten, nichts darüber gewusst zu haben. Hatten sie das Lesen verlernt?
In meiner Verzweiflung schlug ich vor, dass ich die Sache selbst übernehmen könne, wenn sonst niemand dafür zur Verfügung stehe. Taylor fragte mich, ob ich das zusätzlich zu meinen anderen Verpflichtungen übernehmen könnte, und ich versicherte ihm, das sei möglich. Okay, sagte er, tun Sie es. Und so kam es, dass der kleine Benny aus Transsilvanien zum Chefankläger im größten Mordprozess der Menschheitsgeschichte wurde. Ich war 27 Jahre alt, als das Verfahren im Hauptgerichtssaal des teilweise wieder aufgebauten Justizpalastes in Nürnberg eröffnet wurde. Es war mein allererster Fall. Das Problem, so stellte sich dann heraus, dass er 3000 Angeklagte hatte. Wie sollte da ein Prozess zu führen sein? Er entschied sich dann, das überspringe ich jetzt mal, eigentlich dafür eine Methode zu finden, nämlich den Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg im Hauptverfahren zu nutzen. Und dort waren nur 12 Plätze für Angeklagte vorhanden. Er sagte, ich mache den Prozess nicht gegen 3000, sondern ich wähle aus diesen 3000 12 aus, von denen er den Eindruck hatte, dass die wichtig seien im Prozess, und setzte sie auf die Anklagebank. Der Prozess fand dann auch in Nürnberg statt, zu diesen Einsatztruppen, also diese SS-Kommandos, nicht die Mediziner und Ähnliches. Mit denen hatte er nichts zu tun. Der Prozess stand kurz bevor. Wir hatten die Angeklagten und die Dokumente versammelt. Die Männer hatten Zeit gehabt, sich einen Verteidiger zu suchen. Doch dann gab es ein Problem. Wie sollte die Anklage lauten und welches Strafmaß wollte ich vorschlagen? Sollte ich ihnen traditionelle Kriegsverbrechen vorwerfen, wie sie im Haager Abkommen 40 Jahre zuvor verboten worden waren? Ich erweiterte die Anklage um den Vorwurf des Genozids, weil ich den Mann kannte, der den Begriff geprägt hatte, ein polnischer Jurist. Außerdem nahm ich Massenmord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in die Anklage auf. Ich legte das dar, was passiert war, das Ausmaß der Taten ein bewusstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewesen sei und deshalb als solches behandelt werden sollte. So saß ich einen Sonntagsmorgen ganz allein im Gericht und schrieb an meinem Eröffnungsplädoyer, als ich auf einmal zu einer wichtigen Erkenntnis kam. Wenn dieser Prozess irgendeine Bedeutung haben sollte, konnte es nicht nur um Gerechtigkeit gehen. Ich hatte aus 3000 Massenmördern ganze 22 ausgewählt. Und sie alle hatten sich gleichermaßen entweder des direkten Massenmordes oder der Verschwörung zum Mord an 1 Million Menschen schuldig gemacht. In meinem Eröffnungsplädoyer am ersten Tag sagte ich, voller Trauer und Hoffnung eröffnen wir die Verhandlungen über den bewussten Mord an über 1 Million unschuldiger Männer, Frauen und Kinder. Bei dem Fall handelt es sich um einen Appell an die Menschlichkeit, an das Gesetz. Die Angeklagten plädierten ausnahmslos auf nicht schuldig. Sie zeigten keinerlei Reue oder Gewissensbisse. Ich werde oft gefragt, ob ich während des Prozesses in Nürnberg nervös gewesen sei. Ich war ein unerfahrener junger Anwalt, der deutschen Massenmördern gegenüber saß. Unter ihnen 6 SS-Generäle, die mich ohne zu zögern erschossen hätten. Aber nervös war ich nicht, eher entrüstet. Nicht ich hatte jemanden getötet, das waren sie gewesen. Und sie wussten, dass ich es beweisen konnte. Nach nur 2 Tagen war mein Teil der Beweisaufnahme abgeschlossen. Ich musste einfach nur immer wieder fragen, sind Sie dieser Mann? Ist das Ihre Unterschrift? Dann ist das, was Sie sagen, eine verdammte Lüge. Ich schloss mit den Worten, die Angeklagten waren die grausamen Henker, deren Schreckenstaten die dunkelsten Seiten im Buch der Menschheitsgeschichte füllen. Der Tod war ihr Werkzeug und das Leben ihr Spielzeug. Wenn diese Männer straffrei ausgehen, hat das Gesetz seine Bedeutung verloren und die Menschheit muss in Angst leben. Ich hätte nie damit gerechnet, welche Wirkung diese Worte haben und dass wir wirklich rechts
Geschichte schreiben würden. Die Verteidigung brauchte 4,5 Monate, um die angebliche Schuldlosigkeit belegen zu können. Er hatte einen der Generäle vor sich, Ohlendorf, und Ohlendorf argumentierte folgendermaßen: Den Berichten, dass die Einheit unter seinem Kommando 90.000 Juden ermordet hatte. Als er befragt wurde, ob das der Wahrheit entspreche, sagte er, das wisse er nicht, da seine Männer dazu neigten, die Zahl der Opfer zu übertreiben. Sie hätten vorgegeben, mehr Menschen umgebracht zu haben, als es in Wahrheit der Fall war. Erst als die Zahl auf 70.000 korrigiert wurde, war Ohlendorf zufrieden. Er bestätigte, dass die Juden nur deshalb ermordet worden waren, weil sie Juden waren. Im Tonfall eines Lehrers erklärte er, dass Menschen mit Zigeunerblut unzulässig wären und dem Feind helfen könnten. Deshalb hätten sie ebenfalls getötet werden müssen. Und da die jüdischen Kinder, wenn sie erfahren hätten, dass man ihre Eltern ermordet hatte, zu Feinden des Deutschen Reiches herangewachsen wären, hätten sie auch sterben müssen. Er sei an der langfristigen Sicherheit seines Landes interessiert gewesen, ob das nicht klar sei. Darüber hinaus rechtfertigte Ohlendorf seine Taten als Selbstverteidigung. Aber Deutschland wurde von niemandem angegriffen, antwortete man ihm. Das Land hat Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark selbst angegriffen. Ja, meinte Ohlendorf, aber Hitler wusste etwas und er verfügte über mehr Informationen als ich. Die Bolschewiken wollten uns angreifen, deshalb hat er beschlossen, den ersten Schlag zu führen. Es war ein legaler Präventionsschlag. Wenn ich das heute lese, kommt mir das so bekannt vor. Er legte ein Expertengutachten einer Kriminologin aus München vor, das besagte, der Angriff sei absolut legitim gewesen und kein Verbrechen. Ich hätte nie erwartet, dass ich Jahrzehnte später im Alter von 99 Jahren hören würde, wie der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eben dieses Argument anführte, als er ankündigte, Nordkorea zu vernichten, wenn das Land die USA oder einen Verbündeten bedrohte. Es gab keine rechtliche Grundlage für einen Präventionsschlag durch Deutschland. Die drei Richter in Nürnberg kamen zu dem Schluss, dass es sich nicht um eine gerechtfertigte Verteidigungsstrategie handelte. Für Ohlendorf verlangte der Krieg eine Aufhebung der humanitären Regeln. Er erinnerte an die Bomben auf Dresden und Hiroshima. Seine Argumentation war ein Patentrezept dafür, die Welt in die Katastrophe zu stürzen. Er wurde zum Tod durch den Strang verurteilt. Viele andere erwarteten das gleiche Schicksal. Jedes Mal, wenn ich dieses Urteil höre, kam es mir vor, als habe jemand einen Hammer auf mein Gehirn geschlagen. Ich hatte nie ein Todesurteil gefordert, weil ich befürchtete, das könnte das Ausmaß der Verbrechen bagatellisieren, weil es nahelegte, diese ließen sich durch die Hinrichtung einer wenige ausgleichen. Andere Angeklagte erhielten lebenslange oder langjährige Haftstrafen. Nach jedem der Nürnberger Prozesse war es üblich, dass der Chefankläger die Mitwirkenden zu sich einlud, um den Abschluss des Verfahrens zu feiern. Ich glaube, ich war der Einzige, der auf seiner eigenen Party nicht auftauchte. Als Ohlendorf hingerichtet wird, lud man ihn natürlich ein, wie sich das gehört, als Chefankläger, sein Wort dazu. Man lud mich ein, seiner Hinrichtung beizuwohnen. Ich lehnte ab. Thank you.
Seine Kinderliebe hat er nie wiedergesehen. Aber Gertrud. Wir fingen an, lange Spaziergänge zu unternehmen, Hand in Hand, und wurden erst enge Freunde und dann ein Paar. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihr je gesagt zu haben, dass ich mich in sie verliebt habe. Das war nicht nötig. Es war eine schrittweise und beiderseitige Erkenntnis. Eines Tages war es einfach so, wenn ich sagen würde, dass ich noch wüsste, wann wir uns das erste Mal geküsst haben, wäre das gelogen. Aber es gab eine Menge Küsse und viele von ihnen sind erinnerungswürdig. Da wir beide kein Geld hatten, bestand unsere Liebesbeschäftigung darin, kostenlose Vorträge an der Cooper Union anzuhören, eine erhellende Aktivität. Der Fahrschein für die U-Bahn kostete nur 5 Cent und wir wählten oft den unkonventionellen Weg und teilten uns die Kosten. Manchmal lud ich Gertrude auf eine heiße Schokolade ein, in der Tremont Avenue einen oder in den Zoo, in die Bronx, wo wir die Affen beobachteten und auf einer Bank zusammen den Sonnenuntergang ansahen. Tagsüber nähte Gerti in einer Textilfabrik Kleidung. Abends besuchte sie ihre Kurse. Sie war eine gute Schülerin und wollte unbedingt Sozialarbeiterin werden. Hintergrund, sie hat die Schule geschwänzt und hat das als Erwachsene nachgeholt. Also das habe ich jetzt ausgelassen gehabt. Doch ich hatte beschlossen, dass ich erst heiraten wollte, wenn ich eine Familie ernähren konnte, weil ich erlebt hatte, wie Familien aufgrund von Geldmangel zerbrochen waren. Seine Eltern hatten sich geschieden. Ich sagte ihr, dass ich Jura studieren werde. Damals wusste ich noch nicht, dass es Krieg geben würde. Und als das geschah, meinte ich zu ihr, sie sollte sich nicht an mich gebunden fühlen, falls sie einen anderen kennenlernte. Aber sie wartete geduldig. Während meiner Zeit beim Militär waren die Briefe und Fotos meines Pin-Up-Girls ein Trost für mich. Ich bewahrte alle Briefe, die ich ihr schrieb, in einem Schuhkarton auf. Sie bewahrte alle Briefe, die ich ihr schrieb, in einem Schuhkarton auf. Sie sind Bestandteil der Unterlagen, die ich später an das Holocaust-Museum in Washington spendete. Heute gelten sie als nationaler Schatz. Ich empfehle allen jungen Liebespaaren, einander auch in der heutigen Zeit Briefe und Karten oder kurze Nachrichten zu schreiben, nicht nur per Mail. So erschafft ihr euch euren eigenen Schatz, vor allem für die Zukunft. Es ist wichtig, diejenigen, die uns am Herzen liegen, wissen zu lassen, wie viel sie uns bedeuten. Jetzt kommen zwei kleine Liebesgeschichten, muss ich unbedingt lesen. Als mir die Aufgabe in Nürnberg angeboten wurde, rief ich Grete von Washington aus an und fragte sie, wie ihr eine Hochzeitsreise nach Europa gefallen würde. Sie sagte, das wäre wunderbar. Darauf meinte ich, alles klar, dann machen wir es. So sah mein Heiratsantrag aus. Wir heirateten wenige Wochen später und ich musste fort. Jetzt muss ich was überspringen. Sonst wird es zu lang. Zu der Zeit war es nur wenigen hochrangigen Armeeangehörigen erlaubt, ihre Frauen mit nach Übersee zu nehmen. Sobald mein Schiff abgelegt hatte, bewarb sich Gertrude auf eine Stelle als Sekretärin für das Kriegsministerium in Nürnberg. Schlau. Doch als herauskam, dass ihr Mann ebenfalls in Deutschland stationiert war, wurde sie abgelehnt. Meine Frau saß also in New York fest, während ich in Berlin ein Büro einrichtete, um Beweise für die Prozesse in Nürnberg zusammenzutragen und mir mit ein paar anderen Männern ein Junggesellenleben teilte. Als die Armee endlich ihre Vorschriften änderte und die Angehörigen von Militärmitarbeitern erlaubte, zu ihren Partnern nach Übersee zu reisen, besorgte sich Gerti einen Platz auf einem ersten Schiff, das Ehefrauen von New York nach Deutschland bringen sollte. Denn bevor dieses Schiff auslaufen konnte, gab es einen Schaden an der Abreise und die Abreise verschob sich um eine Woche. Kaum waren sie auf See, brach an Bord ein Feuer aus. Erst im September 1946 erreichte sie endlich den Zielhafen. Ärgerlicherweise war es den Männern nicht gestattet, ihre Frauen direkt am Hafen willkommen zu heißen. Also tat ich, was in meiner Macht stand und ließ einen Haftbefehl gegen Gertrudes Namen ausstellen.
den ich persönlich auszuführen gedachte, sobald das Schiff anlegte. Als ich am Kai ankam, fragte mich die Wache, ob ich eine Zutrittserlaubnis hätte. Ich sagte, ich müsse jemanden abholen, der in Verdacht steht, Kriegsverbrechen begangen zu haben, und wurde durchgelassen. Das Schiff wurde gerade vertollt. Als ich näher kam, riefen die Frauen, die sich über die Reling beugten, Benny, da ist ja Benny! Gertrude hatte ihnen natürlich erklärt, Benny wird da sein, egal welche Hindernisse dafür zu überwinden seien. Während ich die Gangway hinauflief, hielt ich nach ihr Ausschau. Endlich fand ich sie, worauf wir uns in die Arme fielen und küssten. Der Kapitän war außer sich. Wer ist dieser Mann? Fragte er. Wie ist der hierher gekommen? Schafft ihn von Bord! Ich zeigte ihm meinen Zutrittspass, doch er meinte, der sei das Papier nicht wert, auf das er geschrieben sei. Ermittler, die sich mit Kriegsverbrechen befassen, umarmten ihre Verdächtigen normalerweise nicht. Da nicht recht. Also ergriff man mich und trug mich vom Schiff. Als ich am Pier saß, warfen mir die Frauen Nachrichten zu, in denen stand, ich sollte ihre Männer anrufen, um sie wissen zu lassen, dass sie eingetroffen seien. Ich telefonierte mit jedem einzelnen von ihnen. Gertrude folgte mir nach Berlin, wo sie aufgrund ihrer Deutschkenntnisse eine Stelle beim Militär erhielt. Da ich deutschsprachige Mitarbeiter einsetzte, um die Unterlagen durchzugehen, landete sie irgendwann bei mir. Wir wohnten in einem Haus, in einem guten Viertel, es war schöne Zeit. Wir verbrachten viele glückliche Abende damit, uns Aufführungen der sowjetischen Opernsängern und Balletttänzern auf den Bühnen von Berlin anzusehen, die wir uns in New York niemals hätten leisten können. Von Zeit zu Zeit sorgte Gertrude für eine Unterbrechung in meinem vollgepackten Terminplan, indem sie mich daran erinnerte, dass wir uns ja auf Hochzeitsreise befanden. Und sie hatte recht. Man sollte den Verpflichtungen des Partners immer verständnisvoll und unterstützend begegnen, aber man kann und muss auch Zeit füreinander haben. Eine andere Geschichte. In Nürnberg kam unser erstes Kind zur Welt. Deutschland geboren, eigentlich auch sogar deutsche Staatsangehörige. Insgesamt kamen Gertrud und ich 4 Kinder in 5 Jahren. Ich wollte 12. Ich ging davon aus, dass sie im Dutzend billiger wären. Aber der Arzt sagte, wenn Sie 12 wollen, besorgen Sie sich besser noch 2 Frauen dazu. Unsere erste Tochter Carol, die ihren Namen später in Carrie änderte, kam zur Welt, als ich 29 Jahre alt war. Wenig später folgten unsere zweite Tochter Robin Eve und unser Sohn Donald und unsere jüngste Nina Dale. Ich genoss es sehr, Vater zu sein. Nachdem unsere Arbeit in Nürnberg abgeschlossen war, sprachen mich einige jüdische Organisatoren an, die gern wollten, dass ich dort blieb und mich für Wiedergutmachungsprozesse einsetzte. Wir kehrten erst in die USA zurück, als unsere älteste Tochter ins Schulalter kam, weil ich nicht wollte, dass die Kinder in Deutschland zur Schule gingen. Das war dann 1956 schon. Da sind sie erst zurück in die USA. Nach Abschluss der Kriegsverbrecherprozesse blieb Ferenc also zunächst nochmal in Deutschland. Er wurde dann von jüdischen Organisationen angesprochen, ob er sich in den 50er Jahren mit Unterstützung eingreifen würde bei den Wiedergutmachungsbestrebungen der Bundesrepublik auch. Er hat sich dem entzogen, einige Zeit auch mitgearbeitet, sich entzogen und gesagt, sein Motiv ist, das lässt sich nicht wieder gut machen. Dieses Unrecht geht nicht. 1956 verlässt er also Deutschland und kehrt in die USA zurück, fand aber wieder dort keine Anstellung in einer Kanzlei. Taylor, jener Hauptankläger aus Nürnberg, der Nürnberger Prozesse, gründete mit ihm zusammen eine Kanzlei und davon konnten sie ganz gut leben. Als die Kinder etwas größer geworden waren, nahm Gertrude ihr Studium als Sozialarbeiterin wieder auf, erweiterte sie es in Gesundheitserziehung und schaffte mit 45 Jahren ihren Masterabschluss. Auch ganz anständig. Die Familie lebte in der Nähe von New York und zog später nach Florida. Gertrude starb am 14. September 2019. Das ist noch gar nicht so lange her. Ist auch alt geworden. Ich habe ein Foto von ihr auf dem Sterbebett.
Auf anderen Bildern sieht sie aus wie ein Filmstar. Aber wichtiger war, dass ihre Schönheit auch von innen kam. Ich habe sie sehr geschätzt. Wir waren 74 Jahre lang verheiratet, ohne uns je zu streiten. Und davor waren wir schon 10 Jahre lang ein Paar gewesen. Ich hatte großes Glück. Als sie starb, war ich bei ihr und hielt ihr die ganze Nacht ihre Hand. Ich vermisse sie sehr. Ich kann nicht sagen, welche ihrer Eigenschaften ich am meisten gemocht habe, weil mir einfach alles an ihr gefiel. Sie war liebenswürdig, intelligent, anständig, anspruchslos, tolerant. Wir konnten jede Auseinandersetzung überwinden, weil wir die Meinung des anderen respektierten. Sie war sehr geduldig, eine gute Mutter und eine gute Ehefrau. Sie glaubte immer an das, was ich tat, und ertrug es, dass ich oft und lange weg war. Alle meine Bücher sind ihr gewidmet, denn ich habe ihr die Rohfassung immer vorgelesen und sie hat das Geschriebene kommentiert und eigene Vorschläge gemacht. Unsere Beziehung war eine echte Partnerschaft. Gertrude war mir bei meiner Arbeit eine ständige Begleiterin und hat alle Probleme und Hoffnungen mitgetragen. Ihre Geduld und ihr Verständnis waren mir bei meinen Bemühungen, die Welt friedlicher zu machen, stets eine wichtige Unterstützung. Es heißt, hinter jedem guten Mann stehe eine gute Frau. Bei uns stimmt das. Was für eine wunderschöne Liebeserklärung. Ich muss mich nun ein klein wenig beeilen und irgendwo auch mal den Schluss finden. Was passierte denn dann eigentlich noch? Wiedergutmachung hat er abgelehnt, da hat er dann nicht mitgearbeitet und hat sich dann auch rausgeklingt aus allen Organisationen, die für Wiedergutmachung eintraten. Er war auch ganz skeptisch dabei, etwa die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik, zu beraten bei den Wiedergutmachungsversuchen mit Israel. Das geht eigentlich gar nicht. Wie soll das eigentlich funktionieren? Sondern für ihn war es, er wollte juristische Grundlagen finden, internationale vernünftige Regeln auf der Grundlage des Völkerrechts, das allerdings müsse aber neu definiert werden. Völkerrecht solle nicht staatsorientiert sein, sondern müssen menschenorientiert sein. Für uns ging es um die Menschenrechte. In den 70er Jahren vorigen Jahrhunderts warf man ihm dann vor, dass er sich der Hippie-Bewegung angeschlossen habe. Und das war ja dann schon ein bisschen verdächtig in den USA ganz besonders. Aber er hat eines in den Jahren dann des Vietnamkrieges, kann man das jetzt nicht hier ausführen alles, eine der Slogans der Hippie-Bewegung aufgenommen als sein Motto. Vielleicht wissen Sie das oder erinnern sich daran noch. Make love, no war. Also Liebe und nicht Krieg. Und er hat dieses Motiv aufgenommen. Manche werfen ihm vor, er hat es eigentlich sogar geklaut. Denn sein Motto wurde Law, not war. Recht und nicht Krieg. Seitdem forderte er, außer den 70er Jahren, es müsse so etwas geben wie einen internationalen Strafgerichtshof. Alles steht und fällt damit, dass wir etwas daran verändern müssen, wie Menschen ihre Auseinandersetzungen führen. Anfang der 70er Jahre gab ich meine Tätigkeit als Anwalt in der Kanzlei auf, um mich ganz dem internationalen Justizwesen zu widmen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem internationalen Strafgerichtshof war schließlich das römische Statut aus dem Jahre 1998. Von 70 bis 98. Da traf auf Anregung der UNO tatsächlich in Rom eine Versammlung zusammen, die von der UNO eingesetzt worden war, um über solch einen internationalen Strafgerichtshof zu verhandeln. Aus Anlass der Verabschiedung dieses Statutes
hielt ich eine Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, bei der Vertreter von 166 Staaten zugegen waren und in der ich mich für die Gründung eines solchen Gerichtshofes aussprach. Ich lag Ihnen schon so lange deshalb in den Ohren. Nun sagte ich, jetzt und hier sei es soweit. Ich sei gekommen, um für diejenigen zu sprechen, die nicht selbst das Wort ergreifen könnten, die Opfer. Im Herbst des Jahres 2000, gegen Ende der Regierung von Bill Clinton, rückte die Frist für die Unterzeichnung der römischen Verträge immer näher. Eines Tages rief ich Robert McNamara an, der von 61 bis 68 zu Zeiten des Vietnamkrieges Verteidigungsminister in den USA gewesen war. Er sagte, ich solle in unser beider Namen einen Gastbeitrag für die New York Times verfassen, indem wir die USA aufriefen, dem Internationalen Strafgerichtshof beizutreten. McNamara war der Architekt der US-Militärstrategie in Vietnam gewesen. Ich sagte zu ihm, Mr. Secretary, ist Ihnen bewusst, dass Sie, wenn wir diesen Gerichtshof gründen, einer der ersten Angeklagten sein könnten? Er sagte, darüber sei er sich im Klaren und wenn er gewusst hätte, dass sein Vorgang illegal wäre, hätte er sich anders verhalten. Also schrieb ich einen Entwurf für einen gemeinsamen Text. Anscheinend zeigte die Kombination aus uns beiden Wirkung, denn Clinton entschied sich letztendlich dazu, dem Statut beizutreten. Es war eine seiner letzten Amtshandlungen als Präsident. Doch leider verkündete sein Nachfolger George Bush, dass wir unseren Verpflichtungen als unterzeichnenden Staat nicht weiter nachkommen würden. So ist das eben in einem politischen Prozess. Im Juli 2002 wurde der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag schließlich gegründet, nachdem 16 Staaten das römische Statut ratifiziert hatten. Die USA gehören nicht dazu. Und nicht nur die USA, sondern, das verkürze ich auch, ich habe noch ein ganzes Referat für den Strafgerichtshof dabei, das lasse ich beiseite, es gehören auch nicht dazu Russland, Irak, China, Nordkorea, Israel, die Türkei. Ich denke, Sie können alle mit diesen Staaten was verbinden. Wir können unsere Konflikte nicht so weiterlösen, wie es bisher geschieht. Wenn ein Staatsoberhaupt nicht mit dem einverstanden ist, was ein anderes Staatsoberhaupt tut, schickt es junge Menschen aus Land A in das Land B, um die jungen Menschen dort umzubringen, auch wenn sie diese gar nicht kennen und sie ihnen wahrscheinlich nie etwas getan haben. Die beiden Gruppen töten einander, bis sie erschöpft sind, dann halten sie inne und jeder erklärt sich zum Sieger, bevor sie erneut loslegen. Meine eigenen Forschungen zufolge gibt es drei große Gründe dafür, Krieg zu führen. Der erste ist Religion. Der zweite Nationalismus. Der dritte sind wirtschaftliche Umstände. Seit der kleine David den großen Goliath besiegt hat, sind wir der Ansicht, dass es gut sei, Steine zu werfen. Doch dabei haben wir außer Acht gelassen, dass Ideologien nicht durch Waffen sterben. Wir glauben, wenn wir in einem Land einmarschieren und die Hälfte aller Feinde töten, wären wir Sieger. Das ist eine idiotische Sichtweise. Aber es ist die Sichtweise, die heute vorherrscht. Es gibt Dutzende Länder, die jetzt gerade damit beschäftigt sind, einander umzubringen. Manchmal, wie in Ruanda, sind es Menschen gleicher Hautfarbe und gleichen Glaubens, mit nur leicht abweichenden Überzeugungen. Man kann Probleme nicht lösen, indem man Unschuldige tötet. Sie sind nicht diejenigen, die die Fäden in der Hand halten. Vor allem da, in unserem heutigen Cyberspace-Zeitalter, gilt, dass der nächste Krieg auch der letzte sein wird. Als ich meinen Kampf für die Gründung eines internationalen Strafgerichtshofs begann, war mir vollkommen bewusst, dass ich wahrscheinlich nicht mehr miterleben werde, wie er reibungslos funktioniert. Es dauerte eben länger als eine Lebensspanne, etwas zu bekämpfen. Drei Lehren möchte ich dir aus dieser Erfahrung gern auf den Weg geben. Erstens, manche Dinge sind es wert, dass man sich für sie einsetzt.
auch wenn man das Ergebnis nicht selbst zu sehen bekommt oder den Lohn dafür nicht mehr einstreichen kann. Es ist ein nobles Ziel, etwas zu erschaffen zu wollen, das anderen Menschen zugutekommt, und es sollte ganz natürlich sein, dass wir das für unsere Nachfahren und Nachfolgen anstreben. Ein zweites: Kein Mensch ist eine Insel. Man kann nicht alles allein schaffen. Teams, Gemeinschaften, Freunde sind der Schlüssel zu fortwährenden und hoffentlich dauerhaften Erfolgen. Und ein drittes: Schau nicht zu sehr auf Geschwindigkeit. Denk an die Fabel vom Hasen und der Schildkröte. Das ist der Hase und der Igel, die Geschichte nur auf Amerikanisch. Nicht alles, was gut ist, lässt sich rasch erreichen. Und Schnelligkeit ist keine Garantie für Erfolg. Politiker und ihre Anhänger, die sagen, ihr Land sei das Größte, oder die sich wünschen, dass ihr Land das Größte ist, sind Kleingeister. Das Größte ist entweder eine Welt, in der wir alle friedlich koexistieren können, oder gar nichts. Menschen, denen nur ihre eigene Nation am Herzen liegt, klingen wie Kinder, die sich über ihre jeweilige Ecke auf dem Spielplatz streiten. Und Menschen, die sagen, eine geeinte Welt sei nicht möglich. Entweder fehlt es an Vorstellungskraft oder sie profitieren vom Status quo. Fine, mit diesen Gedanken. Sie können sicherlich noch vieles mehr entdecken. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben ein paar schöne, wunderschöne Sätze von ihm zum Schluss. Eines heißt: Das Leben ist nicht perfekt. Stimmt. Ein anderes: Lass niemand sagen, er wolle für sein Land sterben. Das ist dämlich. Man soll für sein Land leben wollen. Ich denke, da hat er auch recht. Die besten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, sind Redlichkeit, Warmherzigkeit und Toleranz. Tu niemandem etwas, für das du dich schämen musst. Und ein allerletztes, das finde ich so schön, einfach und überzeugend. Auf die Frage, welche drei Ratschläge ich für junge Leute habe, antwortete er ganz einfach. Erstens, gib niemals auf. Zweitens, gib niemals auf. Und drittens, gib niemals auf. Eigentlich doch einfach. Ich denke, dass Benjamin Ferrans ein heiterer Mann war und ein Mann, der uns auch heute mit seinen 102 Jahren manches Schöne erzählen kann. Ich verdiene nicht damit, Buch, ob Sie es kaufen oder nicht, ist egal. Wenn Sie Lust haben, es gibt sicherlich irgendwo eine Möglichkeit, es zu haben, auch ganz zu lesen, was er zu erzählen hat. Benjamin Ferrans, ein Jurist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.